wo geht's denn heute hin? Heute geht's aufs Imberger Horn, dann zum Strausbergsattel an der Strausbergalpe vorbei und wieder zurück zum Parkplatz an der Strausberghütte. Kommt ihr mit? Ja, die ersten paar Höhenmeter sind geschafft. Wir gehen jetzt in Richtung Imberger Horn. 5 Minuten von hier entfernt ist übrigens die Bergstation von der Imberger Hornbahn. Die könnte man auch als Zustiegshilfe für die Tour nehmen. So, Trittsicherheit ist auf dem Weg erforderlich, wie man sieht. Und ich kann euch raten, auf jeden Fall auch bei trockenen Verhältnissen diesen Weg zu gehen und gerne aufwärts, nicht abwärts. Er ist ganz leicht schmierig, aber was ich super toll finde, der Weg ist komplett neu präpariert. Das hier ist der direkte Weg hoch, ein bisschen Klettereinheit inklusive. Es gibt aber auch einen normalen Weg hoch zum Gipfel. Gleich sind wir da, oder? Genau. Super schöne Aussicht ins Innertal. Hinterwärts könnt ihr sogar ins kleine Walsertal sehen. Ich sehe zum Beispiel gerade den markanten Even. Ich liebe ihn. Weiter geht's jetzt zum Strausberg. Tal auf die Sennalpe Mittehaus und natürlich ganz hinten könnt ihr den Hindelanger Klettersteig und die Nebelhornstation erkennen, ganz, ganz weit entfernt. Unterwärts könnt ihr die Strausbergalpe sehen. Im Moment natürlich nicht bewirtschaftet, aber es gibt ja auch noch ein nächstes Jahr. So, meine Lieben, an dieser Stelle endet der Film. Im Hintergrund seht ihr die urige Strausbergalpe. Andi, was gibt's da Leckeres? Vieles, vor allem die Platte ist zu genießen. Brotzeitplatte, ein Traum. Radieschenmäuse, auch ein Traum. Könnt ihr im Bergschulmagazin sehen in 02. Jetzt ist sie nicht bewirtschaftet. Und wir gehen jetzt einfach weiter in Richtung Parkplatz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao und bis denne!